Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video. Wo es hingeht, das verraten wir euch nach unserem Intro. Endlich wieder geht's auf Reisen. Wir dürfen umher bullerisieren, um das mal zu betiteln. Aber wir wissen gar nicht, wohin es geht. Also zur Mülldeponie fahren wir jetzt, aber das ist kein schöner Urlaubsort. Also zumindest nicht, dass ich das wüsste. Also lasst euch überraschen, wo es hingeht. Und Briefwahl, Europawahl, da machen wir mit. Ja, aber weil wir zu faul sind, hinzulaufen, machen wir natürlich alles per Briefwahl. Noch was zu sagen? Nein, der Mann guckt schon so, er will los. Also Handy aus, Abmarsch, los geht's. So, unser erster Halt ist der Recyclinghof. Und da haben wir jetzt einfach mal gewogen, wie viel wiegt dieses Auto, wenn wir voll beladen sind. Wir sind wirklich richtig voll beladen diesmal. 2750 Kilo, das heißt, wir dürfen noch 250 Kilo zuladen. Das ist ja Gott sei Dank noch eine Menge, denn wir wollen ja nach Norwegen fahren und da brauchen wir noch das eine oder andere Kilo, weil Essen kaufen so. Stefan kommt auch wieder. Was? Ich habe gesagt, dass du kommst auch wieder. Ja. So, jetzt bringen wir noch etwas weg. Das eine Kilo müssen wir dann wieder abziehen und dann sind wir bei 2400. Naja, eine Kilo ist es jetzt nicht. Nur so ein Auto. Dann weiß ich nicht, wie viel. Auf jeden Fall, wir sind 2750 Kilo. So viel ist klar und jetzt geht's ab. Den alten Rechner wegbringen und dann geht's in den Urlaub. Wir haben was gefunden. Genau, wir wissen jetzt, wo wir hin wollen. Genau, es geht nicht nach Hamburg, das hatten wir ja zwischenzeitlich auch mal überlegt, aber wohl das Wetter jetzt auch gut werden sollte, aber Hafengeburtstag machen wir nächstes Jahr wieder. Ja, wir fahren Richtung Ruhrgebiet. Richtig. Wollen uns den, oh Gott, wie heißt er denn? Duisburg Industriepark Nord, so in den, und den wollen wir uns nochmal anschauen. Ja, und dann? Landschaftspark, Industriegebiet, was weiß ich, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, Duisburg übernachten werden wir aber in Bochum, da haben wir ja einen schönen Platz, den werden wir euch dann vorstellen. Genau. Ja, und jetzt heißt es erstmal 2,5 Stunden Autobahn über die A2, das kann ein Spaß werden. Aber ich glaube, vorher fahren wir noch gucken, wenn wir einen Laden finden, noch mal was Kleines zum Happa-Happa. Richtig. Wir haben unsere Flips vergessen. Die werden gut durchgezogen sein, wenn wir wieder zurück sind. Stimmt, die sind offen, ne? Ja, aber gibt es Schlimmeres. So, das heißt, wir fahren jetzt los und wir melden uns immer wieder in diesem Video. Das kennt ihr schon. Und nicht mehr lang schnacken. Wir fahren los, mein Herz. Starten wir den Motor. Los geht's. Urlaub. Weit sind wir nicht gekommen. Nee. Ich glaube, 2,5 Kilometer sind wir gefahren, aber hier ist so gerade ein Einkaufsladen und da wollen wir natürlich schnell loslegen, bevor wir nachher irgendwann im Stau stehen. Und wenn er schon mal hier ist, ja. Kann man noch nutzen. Genau. Wir wissen ja, dass wir 250 Kilo jetzt zuladen können. Einkaufen, los. Ja. Ladet das Auto voll. Einkauf beendet. Unser App Connect, Navi und so weiter startet gerade. Das heißt, dass wir losfahren oder beziehungsweise will, dass wir losfahren. Ja, eingekauft haben wir. Wir haben jetzt alle Lebensmittel zusammen. Kann losgehen. Irgendwie ist es ein befreiendes Gefühl, so nach dem Motto, jetzt ist alles erledigt. Jetzt kann der Abend sogar kommen. Wir haben alles eingekauft für unser Abendessen. Das heißt, wir können jetzt dann in Ruhe zu unserem Parkplatz fahren und ja, uns es dann dort gemütlich machen. Kurz für euch zur Info, es ist 3:30 auf Freitag. Richtig. Und zwar, glaube ich, 10. Mai, dass ihr das mal so nebenbei auch erfahrt. Auch richtig, genau. Und wir haben keine 250 Kilogramm an Nahrung gekauft. Nein. Hatten sie nämlich nicht. Nee. Mhm. Gut. Passt alles. Abmarsch, wir fahren los. Bis dahin. Wir sind auf der A2 und was soll man sagen? Au. Als wenn es uns nicht wundern würde, aber aktuell brauchen wir 2 Stunden 22, lustigerweise, auf die Minute genau, hätte ich beinahe gesagt. Ja, wir lassen uns mal überraschen, wie lange der Stau jetzt hier geht. Ja,
Ich hoffe nicht allzu lange, weil sonst müssen wir noch mehr Kekse auffordern. Ja. Das wäre nicht gut. Ich hau erstmal meinen Assistenten rein und dann fährt der für mich den Schlauch durch. Alles klar. Wer hält jetzt in der Zeit die Kamera? Welcher Assistent? Hallo, Assistent? Ja, hättest dir ein Telefon mit Kamera, alter Assistent, kaufen sollen. Ja, okay. Das war wohl dann nichts. Das war wohl dann mache ich jetzt hier einfach aus. Ich halte doch nicht den ganzen Stau, das fest, bin ich bekloppt. Okay. Pause. Ja. Zumindest kurz. Eine kleine Pause, die muss jetzt mal sein, weil wir sind... Och, ist das von Dings, Bastas? Ja, ja, 240 Kilometer. Ja. Ja, also sind schon eine ganze Menge gefahren. Ich glaube, ich muss das doch ein bisschen festhalten. Ja, mitten auf der A2. Man sieht sie eben da hinten ja rumfahren. Ja. Wir wollen gleich nämlich unser Actioncam noch reinholen, damit wir... Da ist die Action. Da reinspannen sozusagen. Da spannen wir sie rein, weil wenn wir jetzt ins Ruhrgebiet fahren, da gibt es ja ab und zu mal schöne Bilder, wo man das ja was auch zeigen kann. Ja, dann läuft das mal mit oder sowas, genau. Und jetzt glaube ich, werden wir noch ein bisschen vor die Tür gehen, mal 3-4 Schritte gehen, weil eine Stunde ungefähr, okay, 40 Minuten, 40 Minuten noch. Haben wir noch zu fahren, aber trotzdem mal ein bisschen 1-2 Schritte gehen, das wird mal Zeit. Wir sind angekommen. Ja, hat doch noch eigentlich ganz gut geklappt. Ein bisschen zähfließender Verkehr zum Schluss noch, aber, genau, aber es ging. Ja, wir sagen mal A40, A43, A45. Die Leute, die aus der Region kommen, ihr wisst genau, ja, was. Ich denke mal, ihr wisst Bescheid. Ja, 20 Minuten, Pi mal Daumen, ziehen wir mal die 5 Minuten von der Pause ab, die wir gemacht haben. Also eine Viertelstunde haben wir durch den Stau bei Hannover verloren eigentlich. Ja. Das war das Zähfließen, aber eine Viertelstunde. Was ist das denn bei einem bei A2 und Ruhrgebiet? Das also, ging definitiv. Das war jetzt nicht schön. Ja, wir gucken gleich mal nach draußen, wo wir hier eigentlich sind. Ja. Mhm. Und hier macht nämlich Motorradführerschein gerade schön Slalom, Schulung. Ja, so geht das. Schön brav machen. Ja, ja. Und wir schauen mal nach draußen, denn es ist gerade trocken und da hinten wird es wieder grauer, also müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ja. Bis jetzt sind wir nur trocken geblieben und wir wollen auch trocken bleiben. So richtig, genau. Ja, wer das kennt, würde ich sagen, ist recht gut, ne? Genau, hat viel Vox geguckt. Genau. Wir machen richtig. Mal auch in die Richtung. Und zwar sind wir hier in Bochum-Gerte und das ist die Kleingartenanlage zum friedlichen Nachbarn. Und wer das kennt, das Haus, was diese ja, schwarz-roten Ziegel hat, genau. Das ist nämlich Klausi sein Haus. Und das davor, genau das da, das ist von Ralle das Haus. Wir werden da morgen auch nochmal hingehen. Genau, und dann werden wir uns das nochmal genauer anschauen. Richtig. Also die Kleingärtner zum friedlichen Nachbarn. Mal gucken, ob wir wieder Vereinsvorsitzenden genau. Sehen. Ne? Und jetzt sehe ich gerade, wir machen einen kleinen Fehler, denn geradezu ist Ralles Haus. Ah, okay, stimmt, das war ein Stück daneben. Aber das Haus von Klausi passt auf jeden Fall. Genau, weil da sieht man nämlich seine Förderungsturm. Förderungsturm, genau, richtig. Naja, wir werden es morgen uns nochmal von vorne ansehen. Genau. Es ist öffentlich zugänglich, also von daher ist... Dürfen wir da auch mal spazieren gehen. Genau, und die Besucher sind auch gern gesehen, also so ist es nicht. Genau. Guti, wir gehen zum Auto, machen das fertig, denn wir wollen auch jetzt mal, glaube ich, langsam was essen. Richtig. So, heute mal ganz einfach. Es gibt Wiener Würstchen. Für Marcel warm gemacht, für mich kalt, ich mag sie lieber kalt. Und einfach im Brötchen und ja. Von daher, guten Appetit. Guten Hunger. Sprichst du irgendwann mal? Ich denke, ich mach das Video für dich. Nee, ich mach dich für dich. Haben wir ja gut geklärt. Ja.
Du kannst weitersprechen, ich werde das nicht schneiden. Du wirst von vorne anfangen müssen. Na. Doch. Ich hab Zeit. Die Sonne ist so schön. Ja. Jetzt haben wir uns die Videos mal alle angeguckt. Wir haben sie gesichert. Haben uns schon mal soweit hier vorbereitet, dass das Bett schon mal fertig ist. Schon soweit fertig gemacht. Und wir werden jetzt wahrscheinlich noch einen kleinen Film gucken. Und dann heißt das für uns schlafen. Und morgen schauen wir mal. Und hoffen, dass das Wetter gut ist und gucken dann mal auch hier in die Gartensparte. Bis dahin, gute Nacht.